Willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Ja, wir waren das letzte Mal hier kurz vor der... Ich sammle da hinten mal die Bolts eben ein. Vor diesem Hindernisparcours, wo wir ja Kervan gerettet haben. Und ja, klappt momentan wunderbar. Auch wenn wir schon zwar ein paar Mal, sag ich mal so, gestorben sind. Also wirklich viele... Leben hast du ja nicht. Du hast ja, kannst ja immer wieder sterben und halt von neuem anfangen. Das ist halt der Vorteil an Ratchet und Clank sowie Jack und Dexter. So, wir tun mal hier eben die Blumentöpfe noch ein bisschen demolieren. Gibt ganz gut Balls, weil brauchen tun wir die ja eh, um neues Zeug kaufen zu können. So, jetzt muss ich mit der Steuerung wieder mal ein bisschen reinkommen. Woche schon her, seit ich das gespielt habe. Da hinten wären jetzt noch ein paar. Aber ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Was war das? Oh. Da drüben. Ja, hier geht's weiter. Wollte gerade sagen, bin ich jetzt richtig? Ich finde diesen Ansprung cool. Ja, danke. Ach, nee. Nee, nicht so wirklich. Glaubst du, dass es dafür extra Punkte gibt oder so? Na klar, extra für dich. So. Wie war denn das? Ich weiß das jetzt schon gar nicht mehr. Ach, genau so war das. Oh. Juhu. Ich habe das ganz vergessen mit diesem Haken, wie das funktioniert, ne? Ein bisschen traurig, aber okay. Ach, ist kein Problem. Ist wie früher zu Super Mario 64, da wenn du in dieser Pyramide in der Wüste warst, da war es genauso. Oder zum Beispiel Jack und Dexter, gibt es auch so ein Level. Was hier ist Level, aber so eine Station, musstest du auch hoch. Ich glaube, das war relativ zu Anfang sogar. Bei diesem Turm, wo man die Flagge runterholen musste, war das auch so gewesen. So, hier tue ich lieber einen Fuß von anderen setzen. Wow, war das knapp. Nein! Ja, gerade so. So. Hier warten wir mal kurz, bis der nächste rauskommt. Oh. Halt dich! Also, Hilfe! Das war jetzt so richtig knapp. Gehen die zurück? Oder muss ich hier irgendwie außen rum springen? Oh, das war jetzt bloß geschätzt, aber schien auf jeden Fall so zu sein. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Energieturm bezwungen. Geh zur Hauptplattform und hol dir deinen Freitag. Ach. Was für ein Energieturm. War doch nichts, Mensch. Ja, und wie man vielleicht hört, ich bin wieder erkältungsfrei. Das passt. Also ich habe nicht mehr das Verlangen, irgendwie krank zu werden auch noch. War zwar jetzt bloß eine Woche, wo ich so einen leichten Schnupfen hatte und mir es nicht so wirklich gut ging. Aber jetzt nichts, wo ich zum Arzt rennen müsste und sagen, mir geht's nicht so gut. Wie manch andere Typen, die ich kenne, wo ich mir so... denke, jawohl, Alter. Hättest du auch gleich die ganze Woche zu Hause bleiben können. Also davor die Woche. Oh, und eine neue Schraube. Yay, 2 von 28. So, ich würde mal sagen, wir tun noch mal die anderen... Ja, nehmen wir mal so. Die anderen Welten besuchen. Das war falsch. Wie war denn das? Ach, genau so. Und diese Bolts einsammeln. Weil mich interessieren nicht die Cheats, aber ich wollte eh gerade mal gucken, was hier alles so drin ist. Spielgeschwindigkeit, schneller, aha. Unbegrenzte Munition, nur das wäre nicht schlecht.
Da hättest du einen kleinen Vorteil. Unbesiegbarkeit, naja, wer hat da nicht alle Vorteile zusammen? Na gut, Aussehen, was haben wir hier so? Goldstil. Könnte man ändern, theoretisch. Schutztruppenausrüstungsfarbe kann man ändern. Ja, warum nicht? Und hier gibt es halt noch diverse Bildergalerien. Na gut. Aber dazu müssten wir erstmal genug sammeln. So, Fitnessprogramm verlassen. Du hast also gerade meinen Übungsparcours abgeschlossen. Jetzt hast du bestimmt ganz viele Sachen gelernt. Wir treffen uns vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, ich habe mehr gelernt, als du denkst. Ich habe mehr gelernt, als du denkst, mein Freund. Ach, da ist er ja schon. Aber das ist nicht vor der Halle der Helden, oder? Die Halle ist ja da. Hopp. So. Die Welt sieht geil aus. Hat was. Habe ich aber auch schon so oft erwähnt. Da du jetzt einer von uns bist, dachte ich, es wäre jetzt an der Zeit, dir ein neues Gefährt zu besorgen. Ein Sternenspringer der G-Klasse. Ist ja für mich? Technisch gesehen gehört er den galaktischen Schutztruppen. Überlebst du aber, schließt du die supergeheime und trotzdem moralisch einwandfreie Mission ab, steht er ganz zu deiner freien Verfügung. Was ist diese geheime Mission? Ich nenne sie Operation Fallender Stern. Glückwunsch, Kadett! Du wurdest ausgewählt für die Operation Fallender Stern. Laut Informationen der Schutztruppen hat Drak ein hochmodernes Waffenlabor im G34-Nebel. Deine Mission ist die Zerstörung seines geheimen Projekts, ohne, das ist wichtig, es jemandem zu erzählen. Niemals. Das ist unser kleines Geheimnis. Klar, aber ich verstehe nicht, warum... Bitte stell deine Fragen erst nach Ende der Präsentation. Du infiltrierst Draks Labor mit Hilfe eines Dietrichs, deines Verstands und der Tapferkeit, die man üblicherweise bei erfahreneren Schutztruppen findet. Geh rein, zerstöre, woran auch immer ihr arbeitet und entkomme. Ich beobachte dich von hier aus. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte dort sein. Und das ist gut, ein Dietrich. Den brauchen wir für... Da hinten war es, glaube ich, gewesen. Alles klar, Captain. So, Schiff betreten. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diesen E-Planeten. Laut Navigationscomputer gibt es auf Aridia einen wichtigen Apparat, den wir holen müssen. Genau. Sieht aus, als hätten wir hier noch einiges zu erledigen. Rilgar? Vielleicht sollten wir Aridia erst vollständig erkunden, bevor wir uns nach Rilgar aufmachen? Ja, ja, genau. Ja, finde den Apparat. Da muss ich auf jeden Fall hin. Also den muss ich, glaube ich, sogar suchen. Ich bin mir aber auch nicht so wirklich hundertprozentig sicher, wo ich jetzt hier hin muss für diesen Apparat. Ich weiß, bei Sport Mac Max, oder wie der jetzt hieß, soll das hier irgendwo geben. Ratchet und Clank sind nach Aridia zurückgekehrt. Bei Sportscheck. Den Apparat zu finden, den sie für ihr weiteres Abenteuer unbedingt brauchen. Ja, genau. Wir sollten uns Skids Sportscheck nochmal ansehen. Vielleicht gibt's da etwas Nützliches. Da drüben muss das sein. Also heißt das, wir müssen hier lang. So. Gut. Na klar, das muss dort sein. Oder habe ich hier irgendwo etwas übersehen schon mal? Nee, ne? So, die sind down. Hier machen wir mal die Waffenkiste auf. Braucht man immer noch nicht. Das ist schön. So, und ansonsten, hier geht's ja nicht rüber. Oh, das war knapp. Hier hat man ja auch nichts weiter. Ne, und das hier ist das Skip Mac Max, genau. Müssen wir uns hier wirklich nochmal ein bisschen umschauen. Da drüben. Meine Sensoren erkennen eine seltsame Energiesignatur bei den Schwungpartenziehen. Das könnte eine Apparatur von Black Industries sein. In Ordnung. Sehen wir uns um. Genau, und hier werden wir wahrscheinlich jetzt die Apparatur finden. Die wir brauchen, um weiter zu dem nächsten Planet, wo dieses Hoverboard drin ist, abzuschließen.
Warte mal, das war's nicht. Das war's. Kaboom. So. Yeah, Skid McMart hier. Hey, lasst euch von Väterchen Frost nicht den Spaß verderben. In unserer Snowboard-Abteilung gibt's die neueste Schneehobeltechnologie. Es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Hey, ich wollte eigentlich... Na gut, so geht's auch. Jeder kann sich was kaufen, um cool auszusehen. Aber Kaboom. Cool klingt, ist nicht cool. Also werft ein Bild auf unseren Kursplan. Du stehst genau davor und die Explosion, die trifft dich nicht. Ich finde das klasse. So. Müsste ja das hier drüben irgendwo sein, oder? Ey, Alter. Okay, werde ich mir merken. Ey, Alter, ich hätte gerne 5% Rabatt. Darüber, genau. Und weiter geht's. Ja, hier bin ich. Da ist der Hydrobeamer. Ratchet und Clank haben einen tragbaren Hydrobeamer gefunden. Diese geniale Erfindung von Dr. Nefarius kann Wasser von einem Ort an einen anderen bewegen. Jawohl, so läuft das. Gut, dann kommen wir jetzt hier runter. Wow. Probieren wir mal hier aufzudrehen. Ah, jetzt kommen wir. Mit einem Knopfdruck kann das Duo jetzt einen ganzen Swimmingpool füllen. Schöne Sache. Der ursprünglich für verstopfte Valkyrenklos entwickelte Hydrobeamer sollte Ratchet auf seiner Reise durch die Kanalisationen der Galaxie von großem Nutzen sein. Stimmt, das heißt jetzt. Ja, ja, zum Schiff. Das heißt, jetzt könnten wir theoretisch auch nochmal zurück nach Novalis, weil wir ja da in der Kanalisation auch noch Zeug suchen mussten, was diese Schätze betrifft, ne? Wo war jetzt das Schiff? Ich glaube, noch einen Schritt weiter, ne? Sieht schon einer? Ich nicht. Ach, da steht's. Okay, ich hab's... Aber wir können nur hier nochmal reingucken. Mr. Zircon. Waffe kaufen? Warum nicht? Ja, nehme ich. Vergiss nicht, lass Mr. Zircon die Arbeit für dich tun. Mr. Zircon. Viermal. Ja, gut. ich glaube aber momentan brauchen wir den Brenner nicht. So. Das ist... Jetzt haben wir noch ein extra Pet, kann man sagen. Wir sind eine Jägerklasse. Yeah! Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal hier. Suche in den Höhlen. Ach nee, in den Höhlen. Ja gut, war jetzt Novalis so groß? Ich weiß es nicht. Ja, wir könnten ja mal gucken. So, da sind wir wieder auf Novalis. Yay! In den Höhlen. Heißt das jetzt die Höhle hier rechts oder welche genau? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, aber ich weiß gerade nicht. Gab es hier noch irgendwo... Halt! Ich wollte nicht runter. Irgendwo Höhlen gab es doch jetzt hier keine weiter, ne? Ich weiß auch nicht, ob es da drüben auch noch irgendwo hingeht. Ach, schwierig, schwierig. Was ist denn hier oben eigentlich? Ah, hier wäre... Warte mal, abtauchen? Ist hier unten irgendwas? Oh Gott.
Boah, war das knapp. Und hier unten? Ne, da ist auch noch Strahlken. Hier mal runter. Hallo? Ah, hier ist jetzt auch nichts weiter. Na gut, dann machen wir einfach hier mal auf. Und schauen wir mal. Ich glaube aber, in der Höhle war ich noch nicht. Nee. Was sind das denn für Dinge? Slimox. Laut meiner Datenbank wurden die von Red Industries zur Unterstützung der Kampfbots entwickelt. Aha. Also keine Slimox. Wie aus Ghostbusters zum Beispiel. So. Hier unten haben wir nichts mehr. Ey, ne, die Grafik von dem Wasser haben sie auch richtig geil gemacht. So, abtauchen. Auftauchen. Gut. Haben wir hier irgendwas, was wir noch brauchen? Nö. Wow. Ich könnte mal unseren Kumpel hier rufen. Mr. Zurkorn will vernichten. Mr. Zurkorn ist cool. Ist er schon wieder weg? Tatsächlich. Alle Gegner sind besiegt. Bravo. Mr. Zorkan. Wow. Da hat die Waffe. Ach, die Waffe. Die Kamera kurz gehangen. Aber sieht ganz gut aus. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah. Hä? Sind wir durch? Das war's doch noch nicht, oder? Scheint doch so. Oder war hier drüben noch irgendwo was? Nee, ne? Geh mal eben hier lang. Ich hab so ein... Nee, hier war ja bloß das eine... Ja, genau. Hier ging's ja hoch und dann darüber. Nee, hier sind wir ja runtergerutscht. Das eine Mal. Nö, dann würde ich sagen, verlass mal das... Schiff, den Planeten. Wo sollen wir hin? Ich glaube, Rilga wäre eine gute Wahl. Suche in den Höhlen von einem verborgenen Schatzen. Oder ich bin wieder irgendwo dran vorbeigelaufen. Eins von beiden wird es gewesen sein. 100 Pro, könnte ich wetten. Ja, eine gute Reise zur Hoverboard-Veranstaltung. Rilga. Ja, würde ich sagen, fliegen wir mal dahin. Bis gleich.